sieht ja riesig aus, wenn man da die Spiegel sieht. Da geht es hin. Ja, genau. Was macht sie hier? Wir machen da immer die Weinverkostungen. Wir machen nur die Weinverkostungen und den Verkauf auch. Und von dem her, da haben wir nämlich alles ausgestellt. Von oben für die Schnäpse, die wir haben, bis hin zu den Weinen. Da drüben ist auch Südafrika. Wir haben da zum Beispiel haben wir den Constantia Hill. Das ist der Wein, den ich in Südafrika mache. Der Rückseite vom Tafelberg. Ganz genau, Constantia. Das ist dieses Klima, das so speziell ist. Da hat er erst zurückgekommen von der Woche, gell? Kompliment. Danke, danke, danke. Das ist schön. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie stolz ich bin. Da könnt ihr echt stolz sein. Ich habe 1990 angefangen mit 400.000 Euro Schulden zu 17% verzinst. Ich habe nicht einmal einen Hektar Weingarten und null Kunden. Nein. Und heute stehe ich in meinem 8. Lokal in meinem eigenen. Mei. Wissen Sie, was mir das bedeutet? Nein. Das Scheitern wieder aufstehen, oder? Cool. Und es hat immer einer zu mir gesagt, du bist der Tage nichts. Quatsch. Das hat stimuliert. Wahrscheinlich. Naja, ich kann mir andere Stimulationen vorstellen. Aber wenn der jetzt da war, da hätte der schauen. Das ist für mich ein Riesenschritt in München, in der Stadt, ja, in der schönen die mir eigentlich sehr viel bedeutet und vor allen Dingen diese Stadt, da wir anfangen. Ich habe 1989 mit dem Herwig Sabitzer. Ah, den kenne ich, klar. Genau, mit dem habe ich hier Wein verkauft. Ja, für mich ist dieses Lehel, dieser St. Anna Platz, das ist so wie ein Mutterbauch. Ich finde das so angenehm, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit dem Nachbarn. Ich war heute schon beim Friseur, beim Stefan da drüben. Ich war schon beim Wurst auf ein Frühstück. Ja. War drüben beim La Stanza. Hm. Rausschneiden, geht das richtig? Also. Gestern war der Chef von La Stanza schon da. Mit dem haben wir ein wahnsinnig tolles Verhältnis. Heute war die von der Bäckerei da. Jetzt gerade da vorne steht der, dem die Galerie gehört. Also meine Freundin hat ein Künstleratelier da hinten, die wir immer herschicken. Das ist so schön. Ja, das lächelt. Wir müssen alle zusammenhelfen. Der von Gandl, der Axel, ein sehr guter Gastronom. Ich schlafe bei ihm im Hotel. Nebenan im Opera. Genau, im Opera. Also von dem her, wir sollten eigentlich alle zusammenhelfen und nicht gegeneinander arbeiten. Das ist nie gut. Also man muss sie wieder hinten nehmen. Genau. Neid, Missgunst und Hass, also das kennen wir nicht. Das ist der Andreas, das ist unser Chef. Der wird anschließen, wenn das alles passt, Anteile vom Unternehmen, also von diesem Unternehmen bekommen und Miteigentümer sein. Das ist unser Plan. Er hat sehr viel Erfahrung, was Gastronomie anbelangt und hat natürlich auch dementsprechende Leute da. Wir haben ja unsere Exportleute da, der Chef vom Export ist in der Küche, die Chefin von, da ist er, schau, da ist er, Miki, ist unser Exportmann für 20 Länder. Der macht die Küche. So, jetzt, genau. Und dann haben wir die Caro. Die Caro ist die Chefin für alle 8 Shops, die wir haben. Okay. Die kommt, nein, die zieht sich gerade rum. Alles klar. Das ist Alex. Der Alex ist Andreas unterstützend. Servus, Andreas. Richtig. Da machen wir faktisch unsere Kleinigkeiten, die wir auch servieren zum Essen. Da haben wir Mangalitza, was bei uns eine ganz typische Sau ist. Das ist ein Wollschwein. Dann haben wir unsere Schinken. Wir arbeiten in Sepp zusammen. Der Sepp ist der Vulcano. Mit dem haben wir intensiven Kontakt. Dann haben wir mit Leuten, wo ich aufgewachsen bin, Schafkäse, Ziegenkäse, alles von der Region. Wir haben die ganzen Würsteln. Da haben wir auch von der Magolitza richtig direkt aus Ungarn mit Trüffel und. Das sind verschiedene Sachen. Schön. Nächste, heute habe ich sogar einen Skischuh gekriegt. Da war ein Startup, da habe ich mich beteiligt. Ich mache ja so Startups, das habe ich euch erzählt. Und das ist der beste. Ja, und dann haben wir halt alles, alle Produkte. Wir haben ja da herüben. Kreislerei, richtig. Genau, Kreislerei. Der weiß, was das ist. Ja, wir haben Essig, wir haben Öle da, wir haben unser Pesto da, wir haben in Schokolade da alles mit unserem Wein gemacht. Da haben wir die Zweigelpasta. Und mit dem Reisetbauer mache ich einen Schnaps. Dann Hans. Hansi, ja. Da war ich erst beim 50er eingeladen. Jetzt hat er gehabt, ja, oder? Im Frühjahr.
extrem gute Leute international. Schon, oder? Habe ich noch nicht gesehen. Wachikenio, die meisten. Mhm. Aber so viele Wirten von New York sind es einfach. Sowas hast du noch nicht gesehen. Und mit einem Architekt zusammen, die ist zum Beispiel, gibt es in Südafrika überall. Nur haben sie da gar keine Kühlung. Mhm. Weißt, aber bei uns, weißt du, das kostet richtig Kohle. Weißt du, da darfst du nicht. Das Amt, das hat geschaut. Das, weil. Das kleine Chef? Ja, da schon, ja. Ich stelle das hier mal ab. Da ging ja eine. Ja. Wir sehen es. Ja. Sehr schön. Ah, Hupp bist du schon, Leo. Danke. Aber das war's. Was hast du einen geilen Lohn gekriegt? Das ist der Minger. Das ist der Minger. Was ist das, Krivi oder was? Oder? Das ist ein reiner grüner Berliner, eine Reserve. Grüne Reserve, okay. Das ist eine Bärenauslese trocken, 14,5 haben wir da. Was für ein Jahr? 13. Ein Jahrgang 2015, einer der besten Grünweliner Jahrgänge. Hat 93 Falstaff-Punkte. Das ist gut.